Kinderszenen. Als berühmter Tastenvirtuose sollte Sergei Rachmaninow zu einem der ersten echten Weltstars in der Szene der klassischen Musik aufsteigen. Doch seine frühesten Erinnerungen, die sich mit dem Klavier verbinden, waren nicht gerade erquicklich. Wenn der kleine Sergei nicht artig war, dann musste er sich zur Strafe unter den Flügel setzen, der für ihn deshalb ein Symbol des Schreckens darstellte. Gewiss, bald merkte er, dass dieses fürchterliche Instrument auch zu anderem taugte. Etwa, wenn Vater Vassili darauf Salonpiecen zum Besten gab oder wenn die Schweizer Erzieherin zur Klavierbegleitung seiner Mutter Ljubow Schubert-Lieder sang. Gänzlich entspannte sich Sergejs Verhältnis zum häuslichen Flügel aber erst, als er selbst darauf zu spielen begann und sich dabei als so begabt erwies, dass man für ihn sogleich eine professionelle Klavierlehrerin anheuerte. Sergei Rachmaninow, der am 1. April 1873 als viertes von 6 Kindern zur Welt kam, stammte aus altem Landadel, dessen Ursprünge bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen. Ihre großen Ländereien betrieb die Familie über Generationen hinweg mit Hunderten unbezahlter Leibeigener. Doch genau das wurde den Rachmaninows zum Verhängnis, als die Frondienste 1861 abgeschafft wurden. Wassili Rachmaninow, eine gesellige Frohnatur ohne jeden Geschäftssinn, erwies sich als unfähig, den Betrieb unter den Vorzeichen der neuen Zeit rentabel fortzuführen. Was dazu führte, dass er nach und nach alle 5 Landgüter versteigern musste. Nachdem 1882 auch der Stammsitz der Rachmaninows als letztes an die Reihe kam, entschieden sich die Eltern, nach St. Petersburg zu ziehen, in eine kleine Etagenwohnung. Dieser Niedergang blieb nicht folgenlos für ihre Ehe, die bald danach zerbrach. Die Kinder mussten bei der Mutter bleiben, einer strengen, unterkühlten Frau. Auch für Sergei war die Situation nicht einfach. Sein Stipendium umfasste nicht nur den Besuch des Konservatoriums, sondern auch die Gymnasialausbildung. Doch Sergei widmete sich allein dem Klavierspiel und schwänzte den regulären Schulunterricht. Lieber ging er zum Schlittschuhlaufen, mit dem er ganze Vormittage zubrachte. »Ich wurde ein erstklassiger Schlittschuhläufer«, erzählte er rückblickend. Und so kam es, wie es kommen musste. 1885 wurde ihm wegen mangelnder Leistungen das Stipendium aberkannt. Seiner Karriere drohte ein frühes Ende. Rettung kam von seinem Cousin, dem 10 Jahre älteren Pianisten Alexander Siloti, der bei Franz Liszt in Weimar studiert hatte und schon 1886 als Professor ans Moskauer Konservatorium berufen wurde. Er hörte sich Sergejs Klavierspiel aufmerksam an, erkannte ein starkes, wenngleich verwildertes Talent und vermittelte ihn an seinen ehemaligen Klavierlehrer Nikolai Zverev. Der wiederum war dafür bekannt, dass seine Schüler reihenweise Goldmedaillen bei Prüfungen abräumten, was er sich mit fürstlichen Honoraren vergüten ließ. Nur für wenige Auserwählte machte Zverev eine Ausnahme. Sie unterrichtete er nicht nur gratis, sondern nahm sie sogar bei sich zu Hause auf, unter der Bedingung, dass sie ihm absoluten Gehorsam leisten mussten. Sogar die Ferien verbrachte er mit ihnen gemeinsam. Was Sergei in dieser Zeit wohl erlebt haben mag? Da sich unter Zverevs Pensionisten in all den Jahren nicht eine einzige Schülerin befand und man in Moskau ohnehin über seine sexuellen Vorlieben munkelte, wurden allerlei Gerüchte laut. Immerhin verdankte Rachmaninow diesem Lehrer seine erstaunliche Klaviertechnik und mehr noch. Zverev, der sein Haus jeden Sonntag in einen Salon und Treffpunkt der Musikwelt verwandelte, machte ihn mit den musikalischen Größen der Zeit bekannt. Hier lernte Sergei den bewunderten Pjotr Iljitsch Tschaikowski kennen oder auch Sergei Tanejew oder Anton Arensky. Doch Rachmaninows Zeit bei Zverev endete 1889 mit einem Eklat, über dessen Ursachen Uneinigkeit herrscht. Mochte sein Förderer nicht dulden, dass Sergei zu komponieren begann und für sich einen eigenen Übungsraum beanspruchte? Oder spielten irgendwelche Eifersüchteleien eine Rolle? Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung, an deren Ende Rachmaninow aus dem Zverevschen Reich verbannt wurde. Zuflucht fand er bei seiner Tante Varvara Satina, einer Schwester des Vaters, die in Moskau lebte. Dort erhielt er nicht nur ein eigenes Zimmer mit Klavier zum Studieren und Probieren, er knüpfte auch engere Bande mit den 3 Töchtern des Hauses. Die mittlere,
Natalia sollte er 1902 dann auch heiraten. Und so hatte das böse Zerwürfnis am Ende doch noch sein Gutes.